Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir auf die Woche vom 11. bis zum 17. Dezember. Allgemeine Legung, wie immer, nehmt also mit, was mit euch resoniert, den Rest lasst ihr für jemand anderen übrig. Noch der kurze Hinweis, dass jetzt auch die 120 Minuten Zeitkontingentkarten nochmal verfügbar sind, findet ihr in der Videobeschreibung. Das sind also 120 Minuten, die ihr mit mir flexibel einlösen könnt für persönliche Legungen. Kanalmitglieder kriegen 15% Rabatt auf alle digitalen Produkte, egal ob ihr die Kanalmitgliedschaft für 99 Cent oder für 1,99 habt. Und auf alle digitalen Produkte eben, schaut da mal vorbei. Kanalmitglieder kriegen auch spezielle Videos, die nur Kanalmitglieder sehen können, wie zum Beispiel die Legung Alle Zeichen mit allen Zeichen. Ja? Was passiert im Widder mit allen Zeichen, im Stier mit allen anderen Zeichen und so weiter und so fort. Gedanken, Gefühle, Handlung als kleines Beispiel. Und dann noch die 2024 Jahres- und Monatsenergiekarten. Die könnt ihr auch bestellen. Die Links oder der Link zu dem Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Und Kanalmitglied könnt ihr werden, wenn ihr auf den Button Kanalmitgliedschaft klickt. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Das gesagt, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Skorpione für die Woche vom 11. bis zum 17. Dezember und fragen nach der Hauptenergie. Vielen Dank. So, dann gucken wir mal, aus welcher Situation kommt ihr und wo geht ihr hin? Wir werden das gleich klären. So, meine Lieben, Hauptenergie. Zwei der Stäbe. Oh, da kommt für einige Fernweh. Einige haben auch wirklich die Nase voll irgendwie von Kälte und Winter. Wenn ich hier mal so kurz den Blick schon mal hier reinwerfe, sehe ich auch, dass einige gesundheitliche Probleme bekommen durch die Kälte. Ja, da ist Fernweh angesagt. Da will man in die wärmeren Gefilde, damit es einem besser geht. Hier sind aber auch einige von euch, die gewissen Dingen die Wichtigkeit nehmen quasi und versuchen, eine Entscheidung zu treffen, nach vorne zu gucken und die Zuversicht wieder zu gewinnen. So, aus welcher Situation kommt ihr? Okay. Oh, da war eine große Liebe oder ein Job, bei dem ihr gedacht habt, wow, angekommen. Ja, da habt ihr vollkommen auf euer Gefühl gehört. Da kamen aber leider Gottes alte Muster raus. Schrägstrich, habt ihr etwas nicht gesehen. Das kann auch eine Täuschung, eine bewusste Täuschung gewesen sein. Und offensichtlich hat einige das so lahmgelegt. Das hat euch Schuhe, Socken und ein bisschen Fußsohle ausgezogen. Das war ein ganz harter Fall. Entweder wurdet ihr verlassen oder gekündigt oder ihr seid gegangen. Wir gucken mal, was kommt da in der Woche 11. bis 17. auf euch zu. Wir klären das und fragen, warum der Hierophant auf dem Kopf. Okay, zwei der Kelche auf dem Kopf, drei der Münzen auf dem Kopf und nochmal der Hierophant auf dem Kopf. Warum der Ritter der Schwerter auf dem Kopf? Vier der Münzen. Warum die Königin der Stäbe? Zwei der Stäbe auf dem Kopf. Okay, also. So, legen wir uns das mal ein bisschen schön hin. So, meine Lieben, da wird eindeutig eine Entscheidung getroffen. Also für einige geht es hier tatsächlich auch um Scheidung. Also das ist so eindeutig, eindeutiger geht es nicht mehr. Zweimal der Hierophant auf dem Kopf, zwei der Kelche auf dem Kopf. Da wird sich irgendwie getrennt, da wird eine Entscheidung getroffen, die beinhaltet, okay, so geht es nicht weiter. Ich habe jetzt rausgefunden, da wurden mir Informationen vorenthalten, da wurde ich getäuscht, da wurde ich an der Nase rumgeführt, da wurde ich vielleicht auch sogar hingehalten.
absolut unnötigerweise. Das ist auch wahnsinnig respektlos, ne, was da passiert ist. Und ja, was soll ich sagen? Also ihr besinnt euch auf euch, haltet an euren Werten fest. Für viele geht es hier in den Kontaktabbruch. Für viele geht es hier aber mehr noch ins Gefühl für die eigenen Werte, den eigenen Standard. Was will ich denn eigentlich? Ja? Es ist auch so eine kleine Selbstreflexionsphase. Was ist mir wichtig? So. Die Antwort darauf ist, ich bin mir wichtig. Königin der Stäbe geklärt mit den zwei der Stäben auf dem Kopf. Also ihr gebt euch die maximale Wichtigkeit. Ihr findet auch Lösungen aus einer sehr festgefahrenen Situation heraus, innerlich wie äußerlich. Ja? Das kann auch sein, dass einige von einer kleinen Reise zurückgekommen sind und ich sage jetzt mal Lösungen mitbringen, einfach weil ihr in der Zeit ja, in euer Gefühl eingetaucht seid, die Zeit genutzt habt und da über euch hinausgewachsen seid. Also da geht es in eine Willensstärke und das werdet ihr auch ganz klar so kommunizieren. Ne? Also das Endergebnis ist hier die Königin der Schwerter, da kommt Souveränität, da kommt Standfestigkeit, Standhaftigkeit, da kommt auch eine neue Art von Kommunikation oder ihr erklärt oder sagt Dinge neu, was bedeutet, ihr sprecht darüber, was euch wichtig ist und steht für eure Bedürfnisse ein. Wow, nicht schlecht, Herr Specht. Wir fragen, was kommt denn Überraschung auf euch zu? Das seht ihr nicht kommen. Wenn es mit euch resoniert hat, meine Lieben, dann lasst es mich wissen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Kommentiert sehr gerne, was da bei euch los ist. Und ja, schaut euch die Kanalmitgliedschaft gerne an. Lasst ein Abo da. Vielen Dank an der Stelle für eure Unterstützung. Ach, der Kelche, der Aufbruch ins Ungewisse. Also das heißt wirklich, es geht weiter, das ist gut. Also eine Stagnation hat ein Ende, da werden auch Gedankenkonstrukte losgelassen, einfach weil ihr so sehr wisst, wer ihr seid und dass da in euch etwas ist, woran ihr festhalten könnt, sollt sogar, dass ihr wertvoll seid. Ja? Man konnte euch vielleicht viel nehmen, aber nicht alles, nicht den Selbstwert, nicht die Kreativität im Sinne von Lösungsfindung, ja? Also das Köpfchen, die Macher- und Schaffenskraft. Ihr wächst über euch hinaus. Hier wird auch für einige von euch eine Reise anstehen, einfach um rauszukommen, einfach um wegzukommen. Und ja, natürlich bedeutet das auch hier, so wie es hier liegt, dass man etwas hinter sich lässt oder jemanden hinter sich lässt, was der, die das wirklich wichtig für einen war, mal erfüllend war. Aber da geht es auf zu neuen Ufern. Und auch wenn ihr noch nicht so richtig den Plan habt, aber alles ist besser als das, was war. Meine Lieben, wenn ihr alle Informationen zu der Woche haben wollt, schaut euch euren Aszendenten an. Playlist 11. bis 17. Dezember wird eingeblendet, liebe Skorpione. Klickt da mal drauf. Und ja, schaut euch euren Aszendenten dazu noch an. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.